Jetzt aber mal schauen, ob wir den Kerl erwischen. Das wäre nämlich echt gut. Und dann holen wir uns die Kommandozentrale. Ich hoffe, das haut hin. Yeah. Um einen Partikelstrahl abfeuern zu können, musst du erst einmal eine Partikelkanone bauen. Einheit verloren. Oh, fuck, okay. Ich schicke die Vierer da auch nochmal rein. Ich hoffe nur, dass der Bomber durchkommt. Ich glaube noch nicht so ganz dran. Ja, wobei doch. Oh, geil! Das Strategiezentrum hat's auch erwischt. Ja, super, es ist noch einer übrig. Ja, gut. Können wir mal da angreifen lassen. Oh, es sind sogar zwei zurückgekehrt. Na, sowas aber auch. Was, und der lebt noch? Immer noch? Also, ist ja auch recht schön und gut, aber ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir ihn verlieren. Ah ja, genau, was können wir eigentlich hier noch alles erforschen? Drohnenpanzer? Einheit verloren. Also nichts Brauchbares eigentlich. So, wie schaut's denn aus? Baut er das Ding neu auf? Nee, baut er nicht. Tja, dann würde ich sagen, schmeiß mich hier doch mal eine Bombe rein. Eine mega fette Bombe. Das heißt, wir können jetzt so richtig schön aufräumen eigentlich. Sehr, sehr gut. So, pass mal auf. Den werde ich jetzt mal schnell opfern. Ich soll die Waffenfabrik angreifen, oder? Dann ist der auch weg. Dann können wir da wieder einen neuen Aurora-Bomber hinsetzen. Einheit verloren. So. Genau. Okay. Ich glaube, auf Helikopter werde ich diesmal wirklich komplett verzichten. Weil sonst wären wir hier nicht glücklich. Einheit verloren. Ob sie das schaffen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ob sie dann auch wieder zurückkehren, weiß ich nicht. Probieren wir jetzt einfach aus. Ich lege das Fundament. So, dann könnten wir eigentlich so frei sein und hier nochmal was bauen. Ich meine, wir haben ja jetzt den Platz, wir haben ja jetzt das Geld. Team 3, Statusbericht. Die kommen vollständig zurück. Geil. Richtig, richtig geil. Das gefällt mir. Nee, das nicht, aber ich hätte ganz gerne noch ein Kraftwerk. Das ist wo. Ach du Scheiße. Okay, zieh dich zurück. Mist. Ihr Stützpunkt sieht aus wie eine Ministadt, General. Soll ich Ihnen mit meiner Partikelkanone ein paar Baugrundstücke erschließen? Das wird leider nicht erforderlich sein. Ich weiß, du würdest dich drauf freuen, aber ich kann dir versichern, diese Stadt wird dich gleich fertig machen. Kann ich da noch was bauen? Ja, da kann ich noch was bauen. Kommt der da überhaupt hinter? Das weiß ich gar nicht. Die Unermüdliche einfach versucht, da weiter anzugreifen. Das ist echt schön. Außerdem ist unsere Partikelkanone doch gleich fertig. Also, was will der denn? Total ungeduldig, der Bursche. Attackieren wir mal seine Waffenfabrik hier. Ich bin mal gespannt. Drei dürften jetzt eigentlich durchkommen. Tschüss, das ist doof, ne? Pass mal auf, was ich hier jetzt noch mache. Ja. Und deine Kraftwerke vor allen Dingen. Wenn ich ein dämlicher Ochse bin, was bist denn dann du? So, wo kann man denn noch aufräumen? Hier können wir eigentlich auch mal so ein Loch reinschlagen. Wobei, nee, der war ja nicht gut dafür. Der war eigentlich eher gut für sowas hier. Team 3 immer noch vorhanden. Team 4 gibt es nicht mehr. Ihr seid jetzt Team 2. So. Ah, jetzt mal kurz an beschlossen. Das neue Team 4 wird hier.
Achso, ja genau. Was hat der an Schaden angerichtet? Oh ja, doch schon ein bisschen was. Ja, ja, doch. Können wir hier oben eine Tropfenpartikelkanone hinsetzen? Das wäre echt lustig. Hier so, ne? Pass mal auf. Geht das? Ja, es geht. Ha, schön. Alter, gib's doch einfach auf. So. Alter Schwede, der viel. So viele Einheiten einfach. Das ist so übertrieben. Aber er aktiviert diese Abwehrtürme nicht mehr. Kann es sein, dass er schon keine Energie mehr dafür hat? Das glaube ich irgendwie noch nicht. Ja, wobei, seine Kraftwerke sind nicht aufgerüstet, ne? Sollte man nicht unterschätzen, oder? Ist das ein Spielfehler? Man weiß es nicht. So, Team 2. Wir durchbrechen die Scheinwerfer. Avionik-Systeme online. Team 2 und 3 schicken wir mal raus zum Angreifen. So, aktiviert das? Er aktiviert sie nicht mehr. Das ist echt interessant. Ja. Yeah. Es wäre eigentlich mal ganz interessant herauszufinden, aber ich glaube nicht, dass wir das heute noch rausfinden werden. Es ist halt nur die Frage. Wo ist mein. Da ist mein Dingensen. Ich brauche eine Waffenfabrik. Waffenfabrik, hallo. Alter, da ist doch mehr als genug Platz. Doch, kannst du, das geht. Da, guck. Sieht so ein bisschen seltsam aus, aber das geht. Okay, mit euch. Pass auf. Machen wir den hier platt. Ich weiß, 4 Einheiten für einen Panzer ist ein bisschen übertrieben, aber hey. Hauptsache, er fühlt sich diskriminiert. Schau, der nimmt jetzt auf einmal Schaden. Also da hast du jetzt auf einmal einen Flächenschaden, das verstehe ich nicht. Du, pass mal auf, was ich mir hier leisten kann. Außerdem, ich kann ja gar keine Panzer bauen, von dem her. So, die sind alle zurückgekehrt. Das wundert mich immer noch ein bisschen. Die Waffenfabrik blätten wir auch mal. Beziehungsweise, wir könnten da eigentlich diesen da machen. Das heißt, ich ziehe sie mal zurück. Das wird bestimmt lustig, wenn da der Bomber jetzt durchkommt. Schön. Ja, deine Simulationen sind halt für den Arsch, Kollege. So, mal schauen, ob wir da was treffen können. Team 2 schnappt sich das Ziel. Team 3 das Ziel. Oh, Partikelkanone einsatzbereit. Sehr, sehr schön. Was machen wir denn mal platt? Machen wir irgendwas platt. So, was machen die Fahrzeuge? Alter, bleib doch stehen! Was ist das für ein Affe? Hallo? So, okay. Noch mehr Sniper, bitte. Und wir haben wieder ein Flächenbombardement zur Verfügung. Das schmeißen wir mal da rein, oder? Ich weiß nicht mal, ob wir die ganzen Verteidigungsanlagen überhaupt zerstören müssen. Ich glaube, bloß die Stützpunktgebäude. Und dann haben wir eh schon gewonnen. Wäre auf jeden Fall sehr angenehm. Wir brauchen mehr Reaktoren. Laser fressen eine Menge Energie. Avionik-Systeme online. Deine Laser, die fressen momentan gar keinen Saft mehr, weil du keinen Saft hast. So, das Ziel wird schon angegriffen. Haben wir sonst noch ein Ziel von Interesse? Ja, da hätten wir was. Oh, das war's. Geil. Okay. Sie haben gewonnen. Oh, Gott sei Dank. Ich bin so froh. Ich Sie bin haben so heilfroh. Aber ich werde Ihre Taktik analysieren und eine perfekte Strategie ausarbeiten. Ja, ist okay. Ist okay. General Towns. Ein extrem lästiger Typ, muss ich sagen. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Dämlicherweise haben wir noch ein paar Generäle vor uns. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe nicht mitgezählt, aber werden wir jetzt gleich feststellen.